Tja, über das Sondervermögen haben wir eben gesprochen. Kommen wir mal zu den regulären Ausgaben für Verteidigung. Denn entgegen bisheriger Planungen will sich die Bundesregierung nicht gesetzlich verpflichten, jährlich mindestens 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Der entsprechende Passus sei kurzfristig aus dem Entwurf des Haushaltsfinanzierungsgesetzes gestrichen worden. Und damit bleibt es bei der geltenden Regelung, dass die NATO-Quote auch im mehrjährigen Durchschnitt von 5 Jahren erfüllt werden könne. Kanzler Scholz hatte ja noch nach dem NATO-Gipfel in Vilnius zugesichert, schon vom kommenden Jahr an jährlich mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren.